Ja, und hallo Freunde, willkommen zurück bei Anno 2205. Ja, im letzten Teil haben wir ja versucht, unsere Investoren hier hochzubekommen, um den letzten Reaktor zu nehmen oder zu, ja, wie soll man sagen, zu aktivieren. Haben wir festgestellt, ihr habt hier unten, man sieht's, wir müssen erstmal unsere Routen anpassen, weil hier ist ein Bedarf ohne Ende. Wir haben ja gesagt, das Wasser werden wir hier vor Ort immer machen. Das werden wir uns mal nicht schicken. Das wäre, glaube ich, auch mucksig. Sind wir doch gleich hier unten. Da sind wir doch im Wasser dran. Da können wir gleich von vornherein zwei Module ranpacken. Haben plus eins. Ist nicht gerade sehr viel, aber... Gut, machen wir noch einen zweiten hier ran. Angemessen. Und werden uns mal kurz verbinden hier. So, plus acht sollte erstmal reichen. Ein Anteil an Cashchen von uns, den wollen wir natürlich nicht, den Schmetterwab. Den wollen wir nicht loswerden, den wollen wir behalten. Gut, wie gesagt, unsere Routen müssen wir anpassen. Das heißt, wir gehen zurück. Grünflutarchipel und werden mal wieder unsere ganzen Routen kontrollieren. Wir haben hier alles doppelt und dreifach. Warum haben wir denn drei Routen? Eine? Zweite. Hä? Und hier oben noch einer. Okay. Warum haben wir denn hier zwei Routen? Ist da Muxi? Ist da Unterhaltskosten 100? Das ist nicht so die Welt, aber... nach Menge sortieren. Nach Ware sortieren. So. Dreimal. Dreimal. Was habe ich denn hier gemacht? Auch dreimal. Wegen das von hier oben? Vor allem, warum kostet die Route 800? Die Route ist billiger. Okay, von da aus müssen wir natürlich ein paar hochschieben. 20 und 32 macht 52. Das heißt, wir werden einfach mal die Endroute löschen. Ja. Und werden diese Route einfach mal anpassen. Merkwürdig. Obwohl, bleibt bei Minus, davon abgesehen. Machen wir mal einfach mal so. Bestätigen. Transferroute wird überarbeitet. Okay, dann werden wir mal gucken. Das heißt, wir werden erstmal die Routen angleichen. Und danach werden wir dann mal in die Produktion gehen. So, hier reicht überall noch. Hier genau dasselbe. Hier habe ich drei Routen. Drei aktive Routen. Totaler Murks. 29 und 32 macht 61. Wenn wir die Route werden wir löschen. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Wollen Sie die Route wirklich löschen? Ja, möchte ich bitte. Und die Route werden wir angleichen. So, auch sehr schön. Transferoptionen werden aktualisiert. Intelliware kann ich auch angleichen. Ich muss da ganz blind einfach mal... Transferoptionen werden aktualisiert. Hier auch wieder. Viel zu viele Routen. 41 insgesamt. Das heißt, löschen. Merkwürdig, weil ich mir dabei gedacht habe. So. Parameter werden erneuert. Das kann ich auch ein wenig korrigieren. Ist zwar nicht viel, aber der Mensch freut sich. Gut, die Neuroplatate reichen auch. Die bionischen Erweiterungen reichen auch. Strom haben wir noch und die Baubots... Die sind auch noch okay. Gut, wunderbar. Das heißt, es reicht überall. Abbrechen. Dann müssen wir hier bloß noch hingehen zum Walbrook und müssen dort die Produktion wieder hochschrauben. So, und zwar, was fehlt uns denn hier? Auf jeden Fall die Biokost fehlt uns ja. Die Biokost. Ich frage mich mal, was sich hier aufbaut, aber ist egal. Können wir eigentlich hier noch ein... ein weiteres Modul hinpacken? Ja, das geht sogar. Das geht sogar. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, ja, das ist kein Problem. So, Biokost haben wir hochgeschraubt. Als nächstes sind die Vitamindrinks da und die brauchen auch dann nachher unser Obst.
So, bauen wir mal hier hin. Kann zwar leider hier nicht so viele Module hinpacken, sehe ich gerade. Doch, hier kann ich noch eins quer packen. Na gut, ist zwar nicht schön, aber der Mensch freut sich. Und dann haben wir hier unten noch... Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. So, dann werden wir die nochmal hochschrauben hier. Da, 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 da. Plus 4. So, plus 19. Haben wir. Verjüngungskuren fehlen uns. Dann fangen wir aber einfach vorne rein. Obwohl. Wir machen mal andersrum. Wir fangen mit den Verjüngungskuren an. Transferroute ineffizient. Ja, ja, ja. Fehlende Waren. Ich bin ja schon dabei. Langsam wird es hier aber selbst auf der Insel langsam enger, habe ich das Gefühl. Kann das Sinn? Also ich krieg ja hier... Das ist schön. Ich krieg ja hier nichts mehr hin. Der Unternehmenswert ist gestiegen. Da kann ich ja machen, was ich will. Das heißt, ich müsste hier hinten versuchen, quer zu arbeiten. Wollen wir doch mal machen. Bauen wir den mal hier hin. Und dann arbeiten wir uns nach hier hin quer. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Plus 21, sehr schön. Wir haben auch wieder zu wenig Transporte. Jetzt brauchen wir erstmal die Sündenzellen. Einmal den wieder. Transporteinheit und wir brauchen die Sündzellen. Die Produktion der Sündzellen haben wir hier. Das ist zwar wunderbar. So, machen wir mal hier und dann machen wir die Sündzellen weiter. Ah, schon wieder einmal zu viel gedrückt. So, einfach mal eine Produktion aufrechterhalten. Wir haben noch genug Algen. Sündzellen und Verjüngungskuren haben wir auch noch da. Sehr schön. Dann fehlt uns jetzt die Luxuskost. Die haben wir. Hier oben. Luxuskost. Da haben wir sie. Ein weiteres Modul kann ich da nicht hinbauen. Das heißt, wir nehmen... Nein! Falsche Taste. Mist, verfluchter. Gut, das heißt, jetzt muss ich erstmal hier wieder die alte Produktion aufrechterhalten. Das war eben ziemlich dumm von mir. Also nochmal die richtige Taste. So ist das besser. Das war eben wirklich reichlich dusselig von mir. So, Luxuskost. Da haben wir jetzt zu wenig Wein auf jeden Fall. Wir brauchen Vino. Vino 1, Vino 2, Vino 3. Vino 4. Und dann packen wir mal hier einfach mal die ganzen Vino hier ran. Sehr schön. Vino haben wir auch. Selbst unser Fleisch reicht noch aus. Ich hätte es nicht gedacht. Und der Rest reicht hier auch aus. Wunderbar, gut. Wir werden mal hier noch ein wenig Wasser produzieren, weil ich sehe gerade, uns fehlt das Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Alle Wasserdinger sind komplett ausgebaut. Das heißt, wir werden uns mal ein Wasseräumel zu Gemüte führen und suchen noch erstmal einen Platz am Wasser. Wasser? Wasser? Ach, hier haben wir noch Wasser. Hier hinten, voll in der Ecke. Mein Gott. Habe ich mich aber auch hier ausgemehrt. Gut, das heißt, Wasser haben wir jetzt auch wieder genug. Wunderbar. Gut, also wieder zurück. Wir gucken wieder unser Grünflut-Archipel an. Der fünfte Reaktor ist ja fertig. Den sechsten kriegen wir in der Folge auch noch hin. Bin schwer davon überzeugt. Oder andersrum, ich bete. Ah, und wir haben zumindest Aufstieg. Wir gucken mal, ob alles da ist. Oh, ich stelle gerade fest, Replikatoren sind zu wenig da und Androiden auch. Kurz nochmal zurück. Replikatoren, Androiden. Die haben wir hier noch nicht. Neue Transferroute. Replikatoren.
So, da von da nach da. Funktioniert und das genügt. Ein Anteil von uns an Osebev wollen wir nicht machen, brechen wir ab. Kurz hier alles anpassen. Plus 3, plus 2 bestätigt. Transferroute nimmt Betrieb auf. Sehr gut. Und dann brauchen wir noch die Androiden. Da haben wir. Ach, hier haben wir unten. Von da nach da. So, 4 und 4 sollte okay sein, sollte reichen. Neue Transferroute aktiv. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Jetzt kommt hier mit noch weniger an. Was wir da nur schon wieder haben, ist doch alles okay. Ich belasse es erstmal so, hier fehlen zwar noch irgendwo die Quantencomputer, aber... Hoffen wir mal, dass wir hier aufsteigen können. Ich weiß nicht, wie sie das... Wunderbar, wir können aufsteigen. Unsere Manager können zu Investoren aufsteigen. Das ist sehr gut. Machen wir doch hier mal einfach nur die beiden Reihen. Das geht nicht mehr. Das geht auch nicht mehr. Wir gucken mal, wie viel wir haben. 11.000, das reicht noch nicht so ganz. Da müssen wir noch mehr aufsteigen lassen. Sie wollen mich sehen? So, wir lassen erstmal hier neue Firmenstufe, das ist sehr schön. Wettbewerbsvorsprung ausgebaut. Doch, das hört sich doch gut an. Sowas hören wir gerne. So, wir lassen erstmal alle zu dem Manager aufsteigen hier. Ich kann mir wirklich nicht. Oh, ich glaube, da ist schon zum Investor aufgestiegen hier, kann das sein? Kann ich nur so sein? Ist auch so. Ja. Gut. Oh ja, machen wir eben so. Ist auch in Ordnung. Es ist ein guter. Zu Managern. Zu Administratoren. Danke, dass Sie alle... Wir lassen hier alles aufsteigen, was nur aufzusteigen geht. Und schon wieder Investoren. Sehr gut. Hervorragend. Ja, das klappt hervorragend. Hab nur ein bisschen Überblick verloren gerade, aber ist egal. Seien Sie mein Gast. Achso, wenn wir noch weiter aussteigen wollen, aber momentan schon wieder 5 Stufen gestiegen. Das sieht doch gut aus. Neue Erfolgsebene erreicht. So, viele Manager, viele Investoren. Aber noch reicht es nicht aus. Und wir gucken mal hier. Oh, es fehlt schon wieder haufenweise Biokost. Luxuskost, Vitamindrinks, Intelliware, auf Gottes Willen. Also der letzte Reaktor, der macht Kopfzerbrechen. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Gut, ich würde mal sagen, ja, schnappen wir uns, das werden wir Achtung, doch bei der nächsten Folge machen. Versorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Hatte zwar die Hoffnung gehabt, dass wir es in der Folge schaffen, aber der Bedarf für 100.000 Investoren ist doch ganz schön enorm. Und da muss ich selbst Wahlbruchbecken ganz schön ausbauen, damit das funktioniert. Gut. Obwohl ich gerade sehe, hier oben so wird noch Informationsgebrauch. Das kann ich zumindest nochmal hinklatschen. So. Klatschen wir mal so Informationsding hin. Wir wollen ja auch. Das lief wirklich gut. Ein Anteil von uns, von Ibera Fox, da wollen wir auch nicht mitspielen. Sie? Hier? Wir haben noch zum Aussteigen. Juhu! Manager, Investor, jaha! Warum können wir nicht eigentlich weiter aufsteigen? Weil. Bitte nehmen Sie Platz. Fehlende Gebäude dieser Art. Okay, jetzt brauchen wir noch weitere Gebäude. Es müssen noch weitere Gebäude gebaut werden. Gut. Ich würde sagen, das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.